Ein super günstiges Grundstück mit einem Haken. Hier passt nur ein extrem schmaler Bau hin. Aber der hat es in sich. Jahrelang haben die Finks vergeblich nach einem bezahlbaren Bauplatz rund um Stuttgart gesucht. Dann haben sie in Esslingen einen schmalen Schlauch gefunden, ein sogenanntes Restgrundstück. Hier in der Stadtregion sind die Baupreise extrem hoch. Und wir haben hier in Esslingen eigentlich ein Reststück, eine frühere Auffahrstraße, die nicht mehr gebraucht wurde, relativ günstig erwerben können. Das war der ursprüngliche Weg. Mit den vorgeschriebenen Mindestabständen zu den Nachbargrundstücken bleibt gerade mal 4,70 Meter Breite. Die Hauslänge 14 Meter. Da hätte ich mir irgendwie sowieso nie vorstellen können. Ich habe zu ihm gesagt, du glaubst wirklich, dass hier ein Haus drauf passt? Und er hat gemeint, ja, ich habe schon eine klare Vorstellung. Und dann habe ich gesagt, dann mach. Für den Architekten Thomas Fink ist sein eigenes Haus ein Platzsparexperiment. Wir haben aufgesucht die dünnsten Wände der Welt, haben die dann auch gefunden in diesen Polycarbonatplatten mit 6 cm Stärke. Polycarbonat. Der Kunststoff wird sonst für Schutzhelme, Brillengläser und DVDs verwendet. Das Material ist hart und lichtdurchlässig. An den ersten Tagen war das eben so, dass auch die Sonne und sowas geschienen hat. Bei den Fassaden ist es oft so, dass die dann so knacksen, weil die sich ausdehnen oder zusammenziehen. Und ja, das war natürlich schon ein bisschen am Anfang gruselig, sagen wir mal. Aber man gewöhnt sich eigentlich ziemlich schnell dran. Die Familie lebt auf 147 Quadratmetern, auf 4 Ebenen mit 5 Räumen. Die oberste Maxime war: günstig bauen. Man muss ja immer ausloten, was investiert man nicht. Keine teuren Fenster an den langen Seitenwänden, kein teurer Innenausbau, nur Sichtbeton und Estrichboden. Sieht aus wie in einem puren Rohbau. Sicher nicht jedermanns Sache. Dass wir im Prinzip mit dem Glas die Landschaft rahmen. Also wir sagen, die Glasflächen, die Landschaft, das sind unsere Bilder, die sich immer wieder wandeln, je nach Jahreszeit. Nach vorne der Ausblick, nach hinten das Gartengrün. Sonst gibt es nur 2 Farbtöne, weiß und grau. Aber es geht auch mal farbig. Je nach Laune. Also eher, wenn mein Mann da ist, wenn ich alleine bin, weniger. Oder wenn Besuch da ist. Dann nämlich können sie ihre Polycarbonatwände farbig leuchten lassen. Trotz wenig Raum und Geld, ein extremes Haus mitten in Esslingen. Für die Finks passt es perfekt.